Hallihallo, ihr lieben Drachen da draußen und sonstige Leute, die gerne meine Streams schauen. Willkommen zur zweiten Folge von Kedos Live Show. Ja, könnte man auch sagen. Heute ist Kedos TV Show dran. Und ja, ich begrüße euch wieder mit einem Lied. Ich grüße euch Drachen und mache das so. Hallihallo. Schön, dass ihr heute hier seid, nicht im Stream irgendwo. Hallihallo. Hallo, Hallo. So, als erstes war die Melli heute da. Huhu, Melli, schön, dass du da bist. Dann der Daniel und hey. Schön, dass du da bist. Ist jetzt gar nicht realisiert, als ich geschrieben habe, du warst die Erste hier im Stream. So, dann ist die Chrissy da. Hey, Chrissy, schön, dass du da bist. Und der Frozen Typewriter. Hallo, schön, dass du da bist. Und ja, gestern der Shopping-Tag hat mich ganz schön zerrissen. Aber sind wir schon Shopping-Tag? Oh, was gab's denn Schönes zum Shoppen? Genau. Anziehsachen für mein Kind. Anziehsachen. Okay. Da wird sich das Kind aber bestimmt sehr freuen. Ich hatte gestern auch Shoppingtag. IKEA und Wochenendeinkauf. Okay. Waren in fast jedem Laden drin. Über Stunden. Oh, das stelle ich mir ein bisschen anstrengend vor. Stundenlang durch die Gegend laufen in irgendwelchen Läden. Frozen war für dich gestern auch Shoppingtag. Oder Daniel? Stundenlang. Ja, das habe ich auch immer nicht verstanden, als ich mit meinen Schwestern shoppen war. Dann auch da rein und da gucken, da rein und da gucken. Sonst können sie keinen Schrank schleppen, kein gar nichts, aber Tüten und stundenlang durch die Gegend laufen beim Shoppen. Das können sie. Voll, weiß ich auch nicht. Bisschen schwierig, ja. Und zwar habe ich ja die Fliegerparodie gemacht. Die Fliegerparodie. Also es gibt ja dieses Fliegerlied. Da hat man mal das Fenster auf und der Nachbarshund bellt. Wow. Ich sitz vor der Playsee, schau auf den Monitor drauf. Schau dieses Bild nicht aufregend aus. Und der Bildschirm friert ein, es nimmt so seinen Lauf. Und es geht nicht voran, das regt mich richtig auf. Und es lädt immer wieder und es nervt wie Justin Bieber. Was nur los, so ist meine Geduld, ist doch groß. Ohoho. Und es lädt jetzt schon wieder und ich schmeiß gleich mein Controller und ich nehm den Schwung und schmeiß ihn stark und ich sag: Heute ist so ein mieser Tag, la 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 la. Heute ist so ein mieser Tag, la 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 la. Heute ist so ein mieser Tag, la 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 la. Heute ist so ein mieser Tag, la 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 la. Nun sitze ich am PC und er fährt gerade hoch. Diesmal muss es besser laufen, wäre sonst mega doof. Und der Bildschirm friert ein, das kann doch jetzt nicht sein.
und es geht nicht voran. Da kann man nur noch weinen. Und es lädt, lädt, lädt immer wieder und es nervt, 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 nervt wie Justin Bieber. Was nur los, 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 meine Geduld ist doch groß. Wo-ho-ho. Und es lädt, 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 lädt jetzt schon wieder und ich schmeiß, 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 schmeiß gleich mein Controller und ich nimm, 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 nimm den Schwung und schmeiß den stark. Und ich sag, heute ist so ein mieser Tag, la 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 la. Heute ist so ein mieser Tag, la 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 la. Heute ist so ein mieser Tag, la 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 la. Heute ist so ein mieser Tag, la 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 la. Und es lädt, lädt, lädt immer wieder und es nervt, nervt. Nerv wie Justin Bieber, Bieber, was nur los, 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 meine Geduld ist doch groß. Oh, oh. Und es lädt, lädt, lädt jetzt schon wieder und ich schmeiß, schmeiß, schmeiß gleich mein Controller und ich nimm, 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 nimm den Schwung und schmeiß ihn stark gegen die Wand. Heute ist so ein mieser Tag, la 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 la. Heute ist so ein mieser Tag, la 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 la. Heute ist so ein mieser Tag, la 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 la. Heute ist so ein mieser Tag. Applaus für den Ike LP. And his name is John C. Es müsste natürlich dann heißen, and his name is Ike LP, aber das ging leider nicht, aber hallo lieber Ike. Hallöchen. Hallöchen. Schön, dass du da bist. Danke, danke, dass ich hier sein darf. Ja, ah, Chrissy macht Applaus gerade. Dankeschön, Dankeschön. Ja, heute die Show mit dir zusammen, das heißt, ich werde heute dir ein paar Fragen stellen. Jo. Und wir werden dann zusammen etwas spielen. Jupp. Und natürlich auch ein paar Ausschnitte von deinen Videos sehen. Genau. Alles klar. Und erstmal als kleine Smalltalk-Fragerunde. Wie geht's dir? Ja, mir geht's recht gut. Ja. Also, solange die Kinder noch nicht da sind, geht's mir sowieso immer blendend. Boah, ich hoffe nicht, dass deine Kinder irgendwann das hier mal finden, wenn ich das auf YouTube hochlade. Das wäre mir egal. Es ist halt anstrengend mit drei Kindern und der momentanen Situation. Ja. Okay, ich muss da ganz kurz gucken, wie ich dich, auf welche Lautstärke ich dich tue. Ich gerade war es ein bisschen zu laut, jetzt gerade zu leise, jetzt muss ich dich mal. Ich mach dich mal auf 90%. Oder 89, okay, gut. So. Was? So schrecklich die Kinder, fragt die Chrissy. Dann haben wir gleich schon eine Zuschauerfrage hier. Ja, der Älteste ist in der Pubertät. Das sagt alles. Oh, wie alt ist er denn? 12. Ach, fängt gerade an damit. Ach so, er fängt. Das ist ja noch gar nicht schlimm, wenn er 12 ist. Er kommt erst noch, du. Es kommt erst noch, wenn es schlimm wird. Nee, nee, der ist schon mittendrin, also. Ey, okay. Ja. Okay. Ja, ja, was soll man dazu sagen? Wenn der jetzt schon so ist. Ja, das sind aber die ganzen Einflüsse von der Musik, die er hört und die Spiele, die er sich anguckt und selber spielt. Also. Na? Ja. So, ich habe dich jetzt hier auf Discord mal ins Bild reingesetzt. Sage ich jetzt zu allen, die zu Gast sind, wenn sie wollen, können sie gerne die Kamera aktivieren. Wenn nicht, dann sehen wir dein Profilbild und reden so mit dir. Aber man sieht das Leuchten halt, denn es ist ein bisschen persönlicher. Ja, das reicht schon aus. Dark Rover, ich kann alles bestätigen, was Ike sagt. Selbst ich kriege Kopfschmerzen durch die Kopfhörer, wenn die zu lange da sind. Ah, okay. Meine ist auch in der Pubertät mit 14. Schrecklich. Ja, da bin ich froh, dass meine Tochter noch nicht so alt ist. Oh. Ah, das ist auch wieder die Frage, was ist schlimmer, wenn das Mädchen in der Pubertät ist, also wenn man typisch Mädchen denkt
Oder der Junge. Ja, das kann ich dir erst in 4 bis 6 Jahren beantworten, wenn meine Tochter soweit ist. Alles klar, dann lade ich dich wieder ein und dann beantwortest du diese eine Frage. Gerne, so. Gerne. Ja, mein lieber Gast, dann erzähl mal ein bisschen was über dich. Zum Beispiel, woher kommst du, wie alt bist du, welche Plattform nutzt du und so weiter. Also, mein Name, also mein Real-Life-Name ist halt wie mein Gaming-Name Ike. Ich komme aus Sachsen. Ja, mein Alter ist 20 plus 15. Und ja, ich zocke halt sehr gerne. Das ist halt so ein Hobby, was ich schon seit der NES-Zeit habe. Ja, Hobbys noch halt das Wikingerleben, ist klar. Und meine Kinder, was halt Hobby, Leidenschaft und Leben ist. Boah, sehr interessant. Wenn man irgendwie das Bild auf Insta gesehen hat, das, was ich geteilt habe mit unserer Show, da sieht man ja auch so eine Art Wikinger auf seinem Profilbild. Und ja, es ist schon Das ist Odin mit dem allsehenden Auge. Das, das habe ich normalerweise auch im Discord drin, aber ich wechsle halt auch gerne mal die Bilder. Ja, interessant. Wikinger, warum Wikinger? Das waren freie Menschen. Die lebten, wie sie wollen. Die hatten zwar ihre Gesetze, aber alles andere, ja, die konnten halt machen, was sie wollen. Die mussten sich an keinen König halten oder an irgendeinen Unterdrücker. Der Jarl hatte zwar das Sagen, aber der hat die machen lassen. Der war dann zufrieden, wenn sie mit Schätzenheme gekommen sind, nach ihren Raubzügen. Ja. Okay, wenn ich jetzt so an Vikings denke, da gibt es schon einen König, König von Norwegen. Aber das war ja eher unterteilt. Erst gab es mehrere Könige und dann gab es einen König. Und hallo Sarah, schön, dass du da bist. Ja, das mit den Königen, das ist dann so erst später mit dazu gekommen. Bei Vikings haut ihr hinten und vorne was nicht hin, weil Ragnar und sein Bruder, die haben, ich weiß jetzt nicht, wie der Bruder hieß, aber der ist ja dann König von Frankreich geworden. Und die zwei Zeiten, die haben nicht miteinander gespielt, also da waren Jahrhunderte dazwischen. Ja, das kennt man manchmal, dass man mittelalterliche Sachen guckt und dann geht die Zeit einfach viel schneller voran, also mittendrin. Man sieht am Anfang, wie es dann ganz früher war, auf einmal sind sie zack in einem anderen Jahrhundert angelangt schon, sozusagen. Das ist halt oft in Filmen, Serien so, obwohl Filme weiß ich jetzt nicht, aber in Serien ist es ganz oft so, dass es dann auf einmal irgendwie zu weit vorne ist, wo man denkt, hä, aber das wurde doch erst dann und da erfunden, aber das spielt auch dann und da. Das ist, ja. Also wenn man sich damit auskennt, dann erkennt man das auch. Wenn man sich nicht damit auskennt oder sich dafür nicht so interessiert, dann merkt man das gar nicht. Ach Mensch, okay, gut. Oh ja. Naja, es soll ja unterhalten, ne? Und ein bisschen, ja, genau, aus dem Wikinger zeigen. Und das ist auch ganz gut, wenn sie so ein bisschen durch die Etappe gehen und verschiedene Sachen zeigen, wie das Land dann sich verändert hat. Genau. Und es waren ja nicht alles Krieger, also die Männer sind zwar in die Schlacht gezogen, wenn es dazu kam, aber ansonsten haben sie nur auf dem Feld gearbeitet. Mhm. Bis auf die auf Raubzug immer waren. Ja, aber selbst die haben, wenn jetzt keine Raubzugzeit war, die sind frühs aufgestanden, sind zum Feld gegangen und abends wieder nach Hause gekommen. Mhm. Ja, okay. Schildmeinen gab es ja auch. Ja. Die haben den, ja. Ich weiß ja nicht. Bei den Christen war es ja so, die Männer sind in die Schlacht gezogen. Die Frauen sind zu Hause geblieben, haben auf die Kinder aufgepasst. Ja. Bei den Wikingern, da ist jeder in die Schlacht gezogen. Selbst die Kinder ab einem gewissen Alter haben Axt, Schwert, Keule, alles in die Hand gekriegt und dann ging es los. Ja. Deswegen, es waren freie Menschen, die konnten halt selbst entscheiden. Wenn die Frauen nicht wollten, dann sind sie halt zu Hause geblieben. Ja, okay. So, jetzt sind wir abgeschweift in das Leben der Wikinger, aber ist auch sehr interessant. Ich hoffe, Sarah, dir geht's gut. So, du bist auf 2 Plattformen, ne? Ja. Auf YouTube und Twitch. Auf YouTube und Twitch. Bist du bei beiden gleichermaßen aktiv oder bei einem aktiver?
je nachdem, für YouTube die Videos, die sind meist vorproduziert, weil in der Zeit, wo die Kinder da sind, kann ich keine Videos aufnehmen. Mhm. Und das gleiche ist dann auch mit dem Stream. Ich streame ja jetzt erst seit 3 Wochen. Und zwischen den 3 Wochen, in der 1 Woche, wo die Kinder da waren, kann ich maximal vormittags halt den guten Morgen-Stream machen. Nachmittags geht gar nichts. Mhm. Also, ja, ich lade zwar jeden Tag ein Video auf YouTube hoch, die sind dann aber halt, wie gesagt, vorproduziert. Also man kann sagen, ich bin gleichermaßen aktiv auf beiden Plattformen. Mhm. Warum bist du eigentlich Creator und Streamer geworden? Weil mir das Zocken Spaß macht und ich das halt mit anderen Leuten teilen wollte. Aha, du wolltest es, genau, wolltest, ah, gut. Ja, ich bin ja nicht darauf aus, monetarisiert zu werden und Geld zu verdienen. Es ist für mich ein Hobby nebenbei, wo ich halt auch beim Zocken Frust ablassen kann. Mhm. Auch wenn man gerne mal ein Partner hat, mit dem man zusammen spielt, der einen in die Frust treibt. Das kenne ich auch, ja. Aber es ist halt auch abends dann einfach mal, wenn die Kinder im Bett sind, wenn ich mich nicht gerade vor den Laptop haue und mir irgendeine Serie angucke, sitze ich am PC und dann zocke ich halt noch 1-2 Stunden und da komme ich dann runter vom Tag. Hm. Aber ja, das braucht man dann halt auch, vor allem wenn man Kinder hat. Ja. Nein, Darko, ich bin immer ganz lieb. Der ganz Liebe. Ja. Nee, ich bin ehrlich, ich kann auch anstrengend sein. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Aber jeder hat seine Macken. Ja, Ecken und Kanten hat jeder. Okay, du möchtest kein Affiliate werden oder du meinst jetzt nur bei YouTube das monetarisieren? Nee, also wenn es passiert, dann passiert's. Ich war ja schon mal bei YouTube monetarisiert. Mhm. Bis zu einem gewissen Punkt. Aber ja, wie gesagt, wenn es passiert, passiert. So richtig drauf fixiert bin ich überhaupt nicht. Mhm. Und ist bei Twitch das gleiche. Wenn es passiert, passiert. Wenn nicht, naja, dann streame ich halt einfach so. Okay, ja, es ist ja, du bist ja auf einem guten Wege. Hab dich ja ein paar Mal geradet und dein Zuschauerschnitt haben wir bestimmt ein bisschen hochgesetzt, wa? Ich weiß jetzt nicht, wie hoch der jetzt bei dir ist. Wenn du sagen möchtest, kannst du gerne sagen. Muss ich gerade selber mal nachgucken. Okay. Also Aufrufe sind bei Weitem hochgegangen, auf jeden Fall. Und zuschauertechnisch, ja. Was sagt der Durchschnitt? Der Durchschnitt der Zuschauer sind 2,5. 2,5, okay, brauchen wir noch 0,5. Dann müsstest du noch die 50 Follower erreichen und dann könntest du Affiliate werden. Okay. Unterschied aber zu YouTube ist, es geht nicht wieder weg, nur weil es einfach mal wieder drunter ist. So. Naja, bei YouTube hätte ich es ja auch noch. Bloß ich habe bei YouTube eine Verwarnung bekommen was ich vor Jahren hochgeladen habe. Aha. Und ja, gut, man hat halt die weibliche Brust gesehen und dann hieß es nach ein paar Jahren hier, nö, Verwarnung, Monetarisierung weg. Ja, hast du mir, glaube ich, mal erzählt. Ja, es ist, ja, so ist das. Man muss irgendwie dann gucken, wenn die Richtlinien sich ändern, dann muss man selber mal gucken, dass man den Richtlinien angepasst ist, nicht erst dann anfängt, sich anzupassen, wenn die da sind. Finde ich aber irgendwie doof. Ich finde doof, dass so oft. Ja, deswegen, ich finde auch doof, dass man eine Verwarnung kriegt, weil zu der Zeit, wo das hochgeladen wurde, war es noch erlaubt. Das ist genauso wie wenn du jetzt jemanden eine Straftat, die Jahre her ist, irgendwie jemand anprangerst halt und zu der Zeit gab es dafür noch keine Strafe. So, das ist halt. Ja, dann sollte man das eigentlich nicht so irgendwie noch machen, nachträglich. Aber ja, so ist das dann normal. Ja. Du hast gesagt, du zockst gerne. Was machst du so denn so für Content? Also welche Spiele spielst du und worauf spielst du? Also hauptsächlich auf PC. Früher halt auf der PlayStation, habe ich auch noch kein YouTube gemacht. Jetzt ist halt PC. Und ja, ich spiele halt, also auf YouTube kommt momentan Valheim. Mhm. Ab und zu Minecraft. In
den nächsten Tagen fange ich dann mit Cube Factorium an, was ich mir geholt habe. Was halt ja auch wie Minecraft ist, nur aber halt aufbaumäßig wie Frozenheim halt. Also ich weiß nicht, wer das alles gesehen hat, das ist halt so ein Aufbauspiel. Cube Factory ist genauso, bloß halt im Minecraft-Stil. Und ja, dann halt Minecraft-Modpacks hauptsächlich, weil Vanilla ist momentan langweilig. Man wartet halt auf die neue Version. Und ja, sonst ist momentan eigentlich auf Twitch erstmal nicht geplant. Privat zocke ich halt auch gerne mal so Rätselspiele, die habe ich auch eine Zeit lang auf YouTube gebracht. Okay. Ja. Zum Beispiel auch Ark zocke ich übelst gerne, wobei momentan die Lust raus ist. Was noch? World of Tanks, wenn die Lust da ist. Aha, da kenne ich ja noch jemanden. Beziehungsweise spielt das auch gerne. Ich habe eine große Anzahl an Spielen. Bloß es muss die Lust halt auch mal dazu da sein. Wenn man es jetzt dauerhaft jeden Tag spielt, ist die Lust bei Zeiten weg. Und ja, das ist sehr oft vorgekommen. Ja, es gibt wenige Spiele, wo ich dann sagen kann, ey, das spiele ich jetzt immer wieder. Aber es gibt halt Phasen. Zum Beispiel jetzt ist diese Woche die Minecraft-Phase. Irgendwie diese Woche, das hat auch gepasst. Die meisten Leute haben irgendwie, was heißt die meisten Leute? Das sind ja nur zwei Gäste, die haben auch irgendwie dann gesagt so, ach Mensch, ja, Minecraft würde gehen. Ja, irgendwie passt das. Diese Woche ist die Minecraft-Woche. Jeder Stream war Minecraft, aber dann geht's wieder wie gewohnt weiter mit verschiedenen Spielen in der Woche. Da fragt Dark Rover, bitte, wann ist die da? Wenn sie da ist, schrei. Okay, ich stelle mir jetzt gerade so vor, der Eck sitzt dann da, sieht, es ist da und schreit einfach mal in seiner Wohnung. Es ist da! Und ja. BOT. BOT? Was ist mit World of Tanks? Ich blick da gerade auch nicht durch, was er schreibt. Okay. Wenn du jetzt Affiliate werden würdest, so wenn du ganz viele Emojis hast mit Wikinger-Style, so, das wäre ganz cool. Ja, da bin ich halt auch schon am Überlegen, aber ich muss erstmal jemanden finden, der mir das dann erstellt, weil ich selber, ich kann das nicht. Jetzt könnte ich glänzen, weil ich bin nämlich Emoji-Designer. Weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, bestimmt irgendwann mal. Um ehrlich zu sein, nee. Nein? Boah, nee. Ich das habe ich auch in meiner Werbung drin, ne? Wenn ich die Werbung reinspiele, kannst du ja vielleicht das dann sehen. Ich habe für mehrere Twitcher Emojis erstellt. Ich bin halt Emoji-Designer, also das ist mein Nebengewerbe. So zusätzlich mit Twitch. Ja, da weiß ich ja, an wen ich mich wenden kann. Ja, zum Beispiel, ja. So, jetzt hat er geschrieben. Meine Schreiaussage war zu WOT gemeint, also wenn Ike wieder Bock auf WOT hat, soll er schreien. Ach so. Okay, dann sitzt er da in der Wohnung und schreit das Haus zusammen. Bock auf WOT! Da warte ich extra, bis er am VC ist, und dann schreie ich in die Ohren. Hab ich mir auch eh gerade überlegt, so er ruft einfach an, so er geht da ran, und dann WOT! Das muss ich echt machen. Und ja, Sarah, ich bin auch gut, sagt sie. Wenn ich noch im Üben bin, oder Kilo? Ja, du bist auch gut dabei zu designen, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ich dir schon mal gesagt habe, immer weiter üben und irgendwann kriegst du das dann auch so hin, dass du das machen kannst. Aber dazu musst du erstmal volljährig sein. Ja, wie bist du auf deinen Künstlernamen gekommen? Hast du ja auch schon irgendwie gesagt, du heißt einfach Icon, hast dann ein LP dran gesetzt, jetzt hier zumindest bei Twitch. Mit Twitch und. Genau, also ich heiße überall IkeLP. Bei YouTube wird halt nur Ike angezeigt und da will ich jetzt aber auch nicht großartig alles umändern. Wenn ich irgendwo zocke, dann steht auch meistens IkeLP mit Bindestrich, mit Unterstrich, ohne irgendein Leerzeichen oder so dazwischen oder halt mal Let's Play ausgeschrieben wie bei WOT. Ja, und ich bin halt bei meinem Namen geblieben, weil den gibt's nicht so häufig. Das ist, ja,
Kommt sonst nicht gut an. Ich überlege gerade, ob ich noch jemand anders kenne, der Ike heißt, aber in der Tat kenne ich sogar jemanden, der auch Ike heißt. Ich kenne zwei Ikes, aber sonst, das war's schon, so viele Ikes. Dann ist wieder die Frage, ob man gleich geschrieben wird. Weil es gibt viele, oder es gibt einige, die haben ja, A-I geschrieben und... Oh. Gut, wollen wir mal bei dir einmal reinschauen. Bist du da? Hier, Sprachbox, Dingsbums, Telefon, Geister, Abhörgerät, ihr wisst schon. Wie hast du einfach alles gesagt? Okay. Ich kann mal ein anderes Zeichen geben als diesen Quark. Und was willst du jetzt machen? Ich hab's Auto wieder ausgemacht, hä? Wow. Bist du ein Mann? Oh, das war ein Kind, war ein Kind. Tschüss. War ein Kind, ich bin raus. Tschüss. Okay, Sarah. Ui. Bei mir hat's gerade geleckt. Ist dein PC schon wieder heiß? Ein bisschen warm. Lol, das war gerade ein krasser Leck. Ich hab Videobeweis. Schon mal daran gedacht? Ich hab ein Sägeblatt. Ike. Run. Dadam. Dun 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 dun. Da war der Bär los. Guck mal, gegenüber dort der Hebel, den müssen wir irgendwie runter. Bam! Siehst du? Das war nur geraten. Hui! Hui! Ich glaube, ich habe mein erstes. Hui! 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 Wie, hui? Boing! 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 Eigentlich der Sinflumi. Nice. Wo verdammt nochmal ist die Hose gelandet, die ich gerade bekommen habe? Hose! Noch ein Pieps. Und du wirst es bereuen. Pieps, Pieps, Pieps. Der Aufseher hat. Na Matata, diesen Sprung frag ich gern. Cool, Matata. Da sind wir gestorben, wir holen uns natürlich das Zeug wieder. Hallo Rabe. Rabe. Das sieht mir aus wie ein Werwolf im Krähenkostüm. Wir können ja mal gucken, ob wir das abschießen können. Wie hat er das angezogen? Okay, das ist Lokis Kind. Sehr nice. Und das ist ein Werwolf, der hat gerade gejault und ja. Ja, ich würde auch stehen bleiben und mich von den Angreifen. Alter! Ich wusste zu dem Zeitpunkt, wie viel Damage der macht. LOL, hier ist ein Geist! Hui! Okay. Da kam ein Geist! Das verhält sich wahrscheinlich so wie mit dem Zinn vorkommen. Die ist richtig nice. Ein Golem! Ja. Und Ems. Ach du Scheiße! Wie soll man den down kriegen? Den Golem? Ich hab den gerade angegriffen. Einfach gar nicht. Warum machst du es denn nochmal, wenn es keinen Damage gibt? Oder fast. Das glaube ich auch. Das ist einfach dann Langeweile, weil die Folge muss ja aufregend werden. Ach so. Dann machen wir etwas, was
Aber ich hab nichts bringt, nur damit es nicht langweilig ist. Ja. Ich lock den jetzt ins Festland rein. Der ist gar nicht so schnell. Das ist der Knochenboss. Knochenwand. Der Knochenhand. Der Knochenwanst. Ach, Wanst. Ach so. Er ist einfach ein Sturkopf in manchen Dingen. Okay, gut. Ja, ich auch. Okay, schubst dich nicht ins Wasser. Die doch nicht! Oh Gott, nee, du hast es versucht. Ich wollte dich nur zwischen die Bäume schubsen. Ich rufe mich ins Wasser, wo ich kapiere. Wow. Du bist dahin gerannt, da wollte ich dich dann einfach ins Wasser schubsen. Der Feigling! Ich überlege gerade, erstens weißt du ungefähr, wie groß du bist, und zweitens, warte mal. Spawnt er, also spawnt er gleich, wo du da bist, also muss ich schon. Opfergabe und Scheiße, wir brauchen 10 Knochen. Steht da. Ja. Ich hab nur 3. Minecraft. Im Weltall. Ja. Genau, das ist das, was er streamt. Nein, was hast du gemacht? Aber finde ich schon komisch, dass man im Weltall nach unten fällt. Ja, aber das Lustige ist, je weiter du nach unten fällst, kommst du irgendwann wieder von oben raus. Lol. Keiner hat gesehen, was passiert ist. Oh, nicht schlecht. Du darfst entzünden. Okay, eigene Sture, okay. Was beschwert. Und der jetzt am wenigsten Tode hat, darf reingehen und gucken, ob die Dinge schweben. Ich habe Bauressourcen, hab Bauressourcen dabei, um es zuzubauen zur Not. Ich muss dann erstmal den Properties den Nether anschalten. Scheiße! Was? Wenn ich mach dich. Der Treibrox war noch deaktiviert. Ja, ja. Das ist unser Ritual, oder? Da ist der Treibrox! Hör auf! Aber du wusstest gleich, was los war. Ja, natürlich. So, kommen wir zu den nächsten Fragen. Und zwar, hast du in deinen Streams oder Videos kein Problem damit, dich zum Affen zu machen? Nö. Nö. Hui, ich bin ein Cis-Flummi. Hallo. Es muss ja nicht immer alles ernst sein. Also, man muss Spaß dabei haben und wenn man sich zum Affen macht, dann ist es halt so. Ja. Mach ich auch gerne, sehr gerne. Ach so, ja, im Stream ist das im Real Life genauso. Kommt drauf an. Wenn die Kinder dabei sind, dann mache ich natürlich mit dem Blödsinn. Wenn Pfützen da sind, ich springe mit denen zusammen da rein. Das ist mir dann scheißegal. Wenn die auf dem Spielplatz sind, da jag ich die über die Klettergerüste. Aber wenn ich jetzt alleine draußen bin, da benehme ich mich dann schon. Nö, da renne ich auch durch die Gegend, mache ich zum Affen. Hui, ich bin ein Flummi. Bleibt aber dir auch neben dem Stream oder der Videoproduktion oder der Videoproduktion noch irgendwie Zeit für andere Hobbys? Nicht wirklich. Okay. Ja, okay, du hast ja auch noch Kinder, ne? Ja. Von meinem Ältesten, das Hobby ist halt genauso zocken. Aber die zwei Kleinen, die kommen halt auch jedes Mal, wenn ich jetzt am PC sitze und mal was spielen möchte, kommen sie halt auch jedes Mal an. Und jeder, der mit mir im VC ist, der weiß, dass ich dann halt das Spielen unterbreche und mich halt erstmal um die Kinder kümmere, weil die gehen vor. Ja. Wenn die jetzt zum Beispiel irgendwas wollen, wie irgendwas gebastelt haben oder so, dann mache ich das auch mit denen. Weil es gehört sich so, bin nicht so ein Vater, der sagt, nee, kümmere dich selber, ich bleib hier und zocke. Nö, ich zock lieber. Komm doch endlich auf dein Leben klar. Nö, zock lieber. Ja. Aber weitere Hobbys, dafür ist die Zeit einfach nicht da, weil. Ja. Wenn man aufnehmen tut, es ist ja meist bei Game, also bei Spielaufnahmen, ist es so, du hast eine One-Take-Aufnahme, du startest, stoppst, fertig. Ja. Wenn jetzt aber sowas wie bei Valheim ist, wo ich und Darko zusammenspielen und wir die ganze Zeit nur Ressourcen farmen, das ist ja dann langweilig. Da setze ich dann einen Cut rein
Und da muss man halt auch genau den Zeitpunkt erwischen, wo man den Cut setzt. Mhm. Dann, ja. Und das Schneiden mache ich dann hauptsächlich, wenn die Kinder halt da sind, wo ich nicht aufnehme, nicht streame, gar nichts. Da ist der PC auch nicht belastet. Mhm. Ja. Und das ist immer so in 2 Wochen Rhythmus. Genau. So, der Dark Rover schreibt noch, bei der Schaufelklopperei ist wohl irgendein bleibender Schaden mit Flubbis zurückgeblieben. Hui! Tong! Ich bin ein Flubby! Hui! Ja, aber die Jugend von heute, die kennt das nicht mehr. Rausgehen, mit Freunden treffen und Blödsinn machen. Hm. Früher gab es keine Handys, kein Internet, nur die Konsolen, die es dann halt gab, wie Gameboy und sowas. Aber da hat man auch nicht stundenlang davor gehockt. Man war draußen. Ja. Kenn ich auch noch, als ich klein war. Wenn ich mir das heute angucke, meine Ex-Frau kommt auch aus meiner Zeit. Die ist bloß ein Jahr jünger, aber die steht frühs auf, Handy in die Hand. Die ist ein richtiger Handy-Zombie geworden. Ja. Bei mir war das damals auch irgendwie dann komisch. Dann waren wir immer draußen, haben draußen gespielt und dann wurde es immer weniger. Die Leute haben dann Gameboy gezockt. Pokémon. Und ich hatte halt kein Gameboy, nichts. So. Und dann wollte man sich verabreden und die hatten immer weniger Zeit und irgendwann war man da und denkt sich so, toll, was macht man jetzt? Die meisten, die sind zu Hause, zocken Gameboy und treffen sich nur, um Pokémon-Karten zu tauschen. So. Also ich habe ja auch ein paar Pokémon-Karten gehabt, habe ich ja auch gerne gemacht, aber irgendwie, dass man noch ein bisschen mehr macht, das wurde halt immer weniger. Und das fand ich mal schade. Aber naja, so ist das nun mal. Dann irgendwann saß ich dann selber nur vor dem Fernseher und habe Animes geschaut und so. Ja, dann war es halt so, keiner hatte mehr Zeit, also muss man sich anders beschäftigen. Da habe ich dann Lego gespielt. Ja, das auch, ja. Aber da hatte ich auch nicht genug von. Ach Mann, wenn ich zurückdenke, in meiner Kindheit hatte ich so wenig Sachen, aber habe trotzdem irgendwie meine Kindheit durchlebt. Ja. Und das kennen die meisten eben nicht. Die viele kriegen von den Eltern halt alles hinten reingeschoben, damit sie ja die Eltern in Ruhe lassen. Mhm. Ja, und das sind dann halt einfach nur noch verwöhnte Gören, das muss ich jetzt einfach so sagen, das sind verwöhnte Gören, die immer das neueste Handy haben, immer das teuersten Klamotten und die wissen gar nicht, wie das früher war, wo man halt wirklich nichts hatte oder selber man sparen musste, damit man sich mal was gönnen konnte. Mhm. Und das bringe ich aber auch meinen Kindern bei, dass wenn sie was wollen, müssen sie halt auch mal was sparen. Ja. Das ist beim Großen ganz verrückt, der will jetzt Geld für die PlayStation sparen, aber er gibt sein Taschengeld immer gleich aus. Ja, das ist ja. Ja, schwierig. Ich glaube, wenn ich Kinder hätte, würde ich das ein bisschen anders machen. Also Taschengeld ist sowieso, ist sogar ein Recht der Kinder, Taschengeld zu kriegen. Mhm. Bevor ich meine Erzieherausbildung gemacht habe, wusste ich das gar nicht, aber es ist ein Recht. Es gibt sogar eine Prozentzahl, die empfohlen wird, wie viel Prozent vom Gehalt man dem Kind gibt. Das ist jetzt keine hohe Prozentzahl, aber trotzdem halt, und das halt aufstockend. Und wie man das macht, ist halt eine ganz andere Sache. Das demokratisch zu lösen, wäre immer ganz gut, dass man halt so ein Grundtaschengeld kriegt, was jeder kriegt. Und umso mehr die Kinder halt im Haushalt dies oder das machen oder diese Gefälligkeit tun oder so, wird es halt immer mehr. Also können sie was noch dazu kriegen. Andernfalls wird alles, was man nicht gibt, unter diesen Prozentzahl, soll man selber für die Kinder ansparen. Das ist sowieso sinnvoller für die Kinder, irgendwie ein Sparbuch oder sowas zu haben, dass sie halt später Führerschein kriegen können und dies und das. Ja, also bei mir ist es so, der Große kriegt in der Woche, wo er immer bei mir ist, jeweils 5 Euro. Das sind dann halt 10 Euro bei mir im Monat. Meine Ex macht das genauso, da hat er seine 20 Euro im Monat drin. Das Geld gibt aber natürlich gleich alles an einem Tag aus. Und er kriegt das Taschengeld auch, egal ob er hier mithilft oder nicht. Weil ich musste früher halt sehen, wie ich mit dem Arsch an die Wand komme. Da gab es nicht so viel. Ja. Hier mache ich das so, er kriegt das Geld. Wenn er jetzt natürlich zocken möchte bei mir, dann muss er natürlich auch was machen dafür. Ja. Und macht er nichts, dann darf er nicht spielen. Macht er mehr als er soll, darf er natürlich auch länger spielen. Wenn er sich dann aber seinen Geschwistern gegenüber wieder nicht benimmt, dann wird wieder Spielezeit abgezogen. Okay, ja, so könnte man das auch machen, ja. Ja, klar. Gut, jetzt, wo du an deine Kinder denkst, denkst du, dass sie und andere Kleinen in einer bestimmten Altersgruppe
halt bald nicht mehr irgendwie Fernsehen werden oder so. Ich weiß nicht, ob die Fernsehen gucken, aber denkst du, dass Twitch, YouTube und Co. in den bestimmten Altersgruppen das Fernsehen irgendwann ablöst? Macht's jetzt schon, ja. Meine Jüngste ist 8 und die fragt mich immer nach dem Handy, weil sie da YouTube gucken kann. Der Mittelste sowieso, der Große ja erst recht wegen seiner Rap-Musik. Allerdings haben meine zwei Jungs auf ihren Handys YouTube Kids drauf, da können sie nicht alles gucken. Deswegen fragen sie immer nach meinem Handy oder die gucken dann über die PlayStation YouTube. Mhm. Aber so Serien, ja doch frühst, bevor sie in die Schule gehen, haben sie immer eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit, da ist der Fernseher an. Aber da ist es dann meist nur die Kleine, die guckt. Die zwei Jungs haben schon ihre Handys in der Mangel, wenn sie noch nicht gesperrt sind. Und die kommen ja, die sind immer ungefähr 14:30 nach dem Hort zu Hause. Bis 20 Uhr, da hat dann jeder 2 Stunden Spielzeit, die sie dann auch ausnutzen und dann ist schon wieder Schlafenszeit. Und ich persönlich gucke ja auch kein Fernsehen mehr. Wenn ich mir was angucken will, haue ich mich aufs Sofa, starte den Laptop und gut. Ja, ja klar. Vikings zum Beispiel. Genau. Ja, das ist, ja, das sagen viele. Aber Fernsehen bleibt jetzt so lange noch Leute da sind, die Fernsehen gucken. Also ältere Menschen gucken immer noch Fernsehen, die beschäftigen sich weniger mit Handys und Co. Aber könnte vielleicht sein, dass irgendwann das halt so ist, dass Fernsehen wirklich überflüssig wird. Oder die müssen sich halt was richtig Gutes einfallen lassen, dass im Fernsehen etwas läuft, was halt nicht im Internet zu finden ist. Aber das ist halt, ja, schier unmöglich. Weil entweder das irgendwie noch im Kino und deswegen ist es noch nicht vorhanden oder ja. Weiß auch nicht, weil alles, was es im Fernsehen gibt, gibt es auch im Internet. Ja. Und die meisten gucken halt auch nur übers Internet, weil sie es da auf bestimmten Plattformen kostenlos gucken können. Wo sie es jetzt zum Beispiel bei Netflix und, oh, weiß ich nicht, wie das alles heißt, Geld bezahlen müssten. Ja, Dark Rover, das ist bei mir genauso. Also, man, der Vorteil daran ist, im Internet kann man halt schauen, wann man will und nicht, wann der Fernseher sagt, ey, jetzt läuft das aber, jetzt musst du schauen. Ja. Findest du, dass das wiederum die Vorfreude nimmt auf irgendwelche Serien, Filme, etc.? Wenn man alles immer sofort gucken kann? Nö. Okay. Ich guck mir, also von Vikings gibt es ja jetzt 6 Staffeln. 6 oder 7. Hm. Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich kann, wenn ich das gucke, abends vielleicht 3 Folgen gucken. Und dann liege ich schon wieder auf dem Sofa und penne fast ein. Okay, ja. Also durchweg gucken, ich denke mal, das schafft keiner. Vor allem bei 6 Staffeln, das sind ja mehrere Tage. Ja. Ja. Kriegt man vielleicht noch ein bisschen Vorfreude dann. So, die nächste Frage wäre, würdest du auch Spiele streamen, die dir nicht gefallen, nur mehr Aufmerksamkeit zu bekommen? Steht ja auch auf meinem, meinem YouTube-Kanal in der Info drin, ich spiele nur das, was mir Spaß macht. Mhm. Und wenn das den Leuten nicht passt, müssen sie es woanders gucken. Ja, ja, so sollte man das auch machen. Ich kann es auch gleich hier so sagen, ich weiß ja nicht, ob dann irgendwann noch eine Frage kommt wegen einem großen YouTuber. Ich würde mich nie krumm machen und mich bei einem großen YouTuber oder Streamer einschleimen, nur um Abonnenten, Follower und sonst was zu bekommen. Ich baue mir das lieber alles alleine auf, da weiß ich dann irgendwann mal, ah, schau an, das habe ich mir alles alleine aufgebaut. Mhm. Und ich habe mich nicht krumm gemacht für irgendjemanden. Mhm. Jetzt, wo ich gerade überlege, bei mir war das ja auch nie der Fall. Also ich habe mal mit Großen interagiert, mit etwas Größeren, ja, aber eingeschränkt oder so habe ich mich eigentlich nie, um irgendwie Vorteile davon zu kriegen. Eher andersrum, eher haben mich immer Leute gefragt, ob die mir helfen können und so weiter und so fort mit Raids und dies und das. Und das habe ich stark eingeschränkt, weil, okay, ich habe Leuten gerne geholfen, mache ich auch so, aber wenn dann von mir aus. Wenn mich Leute fragen, ist halt immer so, ja, okay, kann ich mal machen, klar, aber wenn es halt ständig kommt, dann nicht. Und was ich dann auch damals gemeint fand, ich habe dann oft irgendwie geradet und Leute hingeschickt und so, und war halt dafür, dass sie gefragt haben, kam halt auch nie was zurück. So, mhm. Das finde ich ja halt doof. Wenn ich es von mir aus mache, dann erwarte ich nichts. Wenn mich aber jemand fragt, dann denke ich so, okay,
und sagt denen, ja, dann können wir uns ja mal unterstützen, so, ich kann dich mal raiden, du kannst mich mal raiden, okay, gut. Aber halten viele nicht ein, dann deswegen, ja, nur so wie ich will und nicht mehr, wenn mich jemand fragt. Ja, genau, also man sollte sich nie krumm machen, weil dann ist man den Leuten irgendwann was schuldig und nee, dann lieber alles allein aufbauen, dann weiß man, was man geschafft hat. Ja. Wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo wir jetzt nochmal bei dir durchstöbern ein bisschen. Und danach kommt halt noch eine kleine Fragerunde nach den Durchstöbern. Und dann gehen wir ins Gaming rüber. Allerdings wollte ich dich fragen, brauchst du eine Pause? Ich würde die Pause machen, wenn du auf dem Channel rumstöberst. Nee, das würde ich gerne mit dir zusammen machen, falls ich da irgendwie. Ach so, ja gut, dann würde ich sagen, vielleicht 3-4 Minuten. Du bist bei Twitch und hast noch keine Emojis und auch noch keine Idee, was für Emojis du gerne haben möchtest. Du bist jetzt bald Affiliate und du überlegst und überlegst, was könnte ich tun. Komm einfach zu mir und ich werde mit dir zusammen deine Emojis kreieren. Beziehungsweise du sagst mir natürlich, was du haben möchtest und ich zeichne sie dann und werde sie dir dann präsentieren. Denn PedoTV ist auch ein Emoji-Designer, Logo-Designer und sonstiges, was man so braucht mit niedrigen Preisen. Schreib mich einfach an, hier auf meiner Social-Media-Seite, ob bei Twitch als Flüsternachricht, bei Instagram als Nachricht, bei Facebook als Nachricht oder über YouTube dann als Kommentar vielleicht unter einem Speedpainting. Je nachdem, wir werden schon irgendwie in Kontakt treten, am besten natürlich über Discord oder wenn es nicht anders geht, dann halt eine E-Mail schreiben. Und wir werden schon auf einen grünen Zweig kommen und du wirst tolle Emojis haben, so wie hier die Beispiele zeigen. Also nicht länger warten, hol dir jetzt deine exklusiven Emojis von Kedo. Wir hören und sehen uns dann. So, einmal rübergehen auf Reactions und da ist der Kanal von dem lieben Ike. Er ist ja nur Ike. Ich habe hier mal ein bisschen nachgeguckt und habe einmal das Minecraft-Video mit dem Wikinger-Tempel. Und Film ab. Und warte mal, jetzt Geld für den Laptop gespart, muss erst wieder etwas sparen. Ja, alles gut. Ach Mensch, ja. Ich kann auch sein, dass ich nochmal Merch verlose irgendwann. Vielleicht hast du ja dein Glück. Und Drachi, mach dir keine Sorgen, ich hatte ja nur gefragt. Alles gut. Okay, und los geht's! Das verschnelle ich jetzt erstmal. Es geht nur eine kleine Weile. Und ich danke auf. Weil er nicht redet, ist ja okay mit der doppelten Geschwindigkeit. Das Schiff da sieht schon mega aus. Ja. Woher hast du das genommen, wie ein Wikinger-Tempel aussieht? Da habe ich schon ein Bild aus dem Internet rausgesucht. Ach so, okay. Verstehe. Ich mache jetzt mal hier. Es tut in den Augen weh, wenn man zu schnell guckt. Ich springe dann einfach ein kleines Stück hier. Ja, da baut er hier nochmal alles ein bisschen um. So, springen wir mal ein bisschen. Also, wenn ihr jetzt was nachbauen wollt, dann. Ja, geht einfach auf seinen Kanal dann. Ist vielleicht das letzte Video, was er gemacht hat. Zumindest laut dem Kanal. Laut des Kanals.
Rettet den Dati. Ja, morgen kommt das wieder mal jetzt. Das ist das voll komisch an, wenn man auf einmal auf normale Geschwindigkeit geht und das Lied die ganze Zeit voll schnell war und ist. Und hallo, Black Angry Wolf sei gegrüßt. Ja, sieht sehr cool aus. Du hast, glaube ich, die Balken innen drin noch vergessen, fertig zu machen. Ja, das stimmt, Chrissy. Wird auch, ja, das stimmt. Das ist entdeckt. Ja. Das. Okay. Aber ich habe doch gehört, bei einer Serie, die ich geguckt habe, die heißt auch Ragnarök, dass da von den Göttern jemand überlebt hat. Und dieser kann die Götter wieder neu beschwören, also es war noch sozusagen gleichzeitig auch ein Anfang. So, wenn du nur das musst. Ende und Anfang, ne? Ja, ist irgendwie das Ende und der Anfang dann gleich wieder, weil die Götter können wieder beschworen werden, sozusagen. Und ich glaube, die Serie kenne ich auch. Ragnarök? Mhm. Ja, da kam jetzt vor kurzem die zweite Staffel raus. Ja, die habe ich gesehen und dachte mir, hey, warum geht's nicht weiter? Was soll das? Geht doch nicht. So, und alles klar, Daniel, mach das. Reparier's. Ja! Haha, geil! So. So, da haben wir nochmal ganz kurz eine kleine Hundepause. Ja, sie muss auch mal hier ein bisschen schnuppern und vorbeikommen. Na, Honigchen. Ja. Hm? Ja, was freust du dich denn so, hm? Ja, was freust du dich denn so? Alles gut? Hm? Ja. Ach, gibst du mir Pfötchen? Ja, gibst du mir Pfötchen. Immer mal mit im Stream dabei, ne? Ja. Mal zu gucken, was hier los ist. Ja. 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 Hm? Dann drückt sie immer ihren Kopf gegen mich. Ja. 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 So, genug geguckt? Genug geguckt? Ist wieder abhauen? Ja. Dann hau mal hier runter. Genau, leg dich ein bisschen hin. Chill ein bisschen und wir können weiter gucken. Von Kedote, V-Liebe, Kedote, V-Liebe. Genau. Und weiter geht's. Ey, hier stehen noch Häuser, los, kaputt machen. Tschüss, Hund, Kedote, V-Traurig. Haha, geil. Ja, das gefällt mir. Hm. Da brennt auf einmal alles, jawohl. Thors Blitze, bam. Können wir so sagen. Komm, wir kloppen hier mit drauf ein. Die sind ja eh Geschichte. Ha. Gewonnen. Gewonnen. Sehr gut. Also wer gerne Strategiespiele mag, sieht cool aus. Ich schau mal, wo ist das her auch von Steam? Oder woher? Ich hab's von Steam, ja.
Okay. Kostet das was? Ja, ich glaube 16, 17 Euro. Ah, okay. Mich nicht alles täuscht. Es ist auch erst vor kurzem rausgekommen und ich lag so abends schön auf dem Sofa. Ich hatte das schon auf der Watchlist und ich dachte mir so, oh, fährst du jetzt einen PC nochmal hoch und holst es dir? Ja. Nee, ich habe es mir dann am nächsten Morgen geholt und habe ich doch gleich den ersten Stream angehauen damit. Hm. Ja, krass. So, ich habe noch ein paar Fragen. Ja. Jetzt muss nur gucken, wo war ich gerade. Okay, das habe ich gefragt, das habe ich gefragt. Genau, jetzt kommen die Fragen, welche Aufnahme- oder Streaming-Tools verwendest du? OBS. Bloß OBS einfach. Zack, für alles ja. OBS. Genau. Okay. OBS. Ja, habe ich ja. Ich habe Streamlabs OBS und OBS. Beides irgendwie. Das kann ich eben mal schließen. Okay, gut, ja. Hast du sonst noch irgendwelche besonderen Technikgeräte, Technikgeräte, die dir dabei helfen? Ne, ich habe meinen PC, meine Monitore, die Phantomspeisung fürs Mikrofon, aber das war's. Okay. Was denkst du über andere Streamer oder YouTuber? Herrscht dort Konkurrenzkampf oder ist es eher ein nettes Miteinander? Also Konkurrenzkampf gibt es überall. Jeder will der Beste sein, jeder will die meisten Abonnenten haben. Und aber klar verstehen die sich dann auch auf eine Art und Weise wieder. Aber der Konkurrenzkampf, der ist überall. Aber das Rad kann man nicht neu erfinden. Das heißt, wenn man Streamer ist, streamt man halt. Und das wird halt immer sein, dass man irgendwie mit irgendjemandem übereinstimmt und wo es dann halt irgendwie klingt, man macht das nach oder sowas. Zum Beispiel jetzt könnte man sagen, ich mache das jemandem nach, weil das auch viele gemacht haben. Viele wissen aber nicht, dass ich vorher auf YouTube auch schon Kanalanalysen gemacht habe. Und zwar relativ früh. So, das war halt nicht so bekannt, das kam erst noch. Und was mich am meisten aufregt, sind so manche Sachen, die ich als Meme gebracht habe, die dann auch Leute, wo Leute kamen und zu mir sagen, hey, das hast du geklaut. Dabei habe ich das schon viel länger. Es gab nämlich 2013, als ich angefangen habe, habe ich mal ein Video gemacht. Das war so eine Art YouTube-K, falls das ein Begriff ist, was es ist. Oder auf Englisch YouTube-Poop. Und da habe ich was über Star Wars und 300 gemacht. Das habe ich Leonidas versus Anakin genannt. Und hat da so ein bisschen nachgeschnitten. Und dann kam so eine Szene, wo Anakin Kanzler schützt, wo dieser, wie heißt er mal, Samuel L. Jackson, Schauspieler ist das, ich weiß nicht mehr, wie er da hieß. Mace Windu? Genau, Windu, genau, und macht sein Lichtschwert an und macht so, nein, zack, und haut das Lichtschwert da so hin. So, und ich habe dann daraus so ein bisschen was dran gearbeitet und irgendwann war es einfach nur so, nein. Und wir haben diese Wörter genommen. Also mein Bruder und ich haben vorher ein bisschen rumgesponnen, ich habe dann das Video gemacht. Es wurde aber leider gelöscht, weil Star Wars drin war. Toll. Aber egal, es war halt kurz Zeit da und dann haben wir dieses Nein genommen, dann haben wir dieses Lügner genommen, weil eigentlich sagt er alles Lügen von den Jedi, aber irgendwo sagt er Lügner. Kurzzeitig, und das habe ich dann rausgenommen, das habe ich auch benutzt und dann ich hasse euch. So, und diese drei Dinger habe ich dann eingebaut in manchen Szenen, wo Leonidas irgendwie was sagt, so und dann habe ich es immer wieder reingespielt, so. Nein! So, Magnus. This is Sparta! Und dann kommt er, nein, mit dem Laserschwert, so. Und halt so ganz viele Sachen, da habe ich dann so reingebaut. Und dann habe ich das auch immer wieder benutzt, dieses Nein und so weiter und so fort, auch als Meme in meinen Streams. Und irgendwann hat irgendeiner, ich weiß nicht, irgendjemand vom Paluten oder keine Ahnung was, hat dann diesen Sound von der Kuh genommen und hat das dann auch Nein genannt, so. Nein! Und dann hat jemand gesagt, ich habe das von denen nachgemacht, so. Und da war ich so sauer, weil ich das eigentlich von Star Wars habe und das viel früher gemacht habe, nur ich kann es halt nicht nachweisen, weil dieses Video ja gelöscht wurde, weil Star Wars drin war. Aber ich weiß es ganz genau. Und dann fing irgendwann mein Bruder an, dass das von ihm geklaut hätte. So voll, ich weiß auch nicht, was da los ist. Und irgendwann habe ich dann dieses, das geht doch nicht, eingeführt. So, das ist eigentlich auch von TV Total, nicht von irgendeinem Streamer, sondern es war bei TV Total jemand, der
hat dann eine Gummipuppe als Freundin gehabt und die Leute dachten, er wäre irgendwie verrückt. Auf jeden Fall haben sie seine Gummipuppe entführt und auf dem Schrottplatz irgendwie zerstört und dann hat er so beschrieben, als er sie gefunden hat, wie kaputt sie war und so. Und dann sagt er, das geht auch nicht. So, und dieses hat dann auch Stefan Raab genommen als Meme, so, das geht auch nicht. So, und ich habe dann halt rausgemacht, das geht auch nicht, so ein bisschen höher. Und ich fand das halt so lustig, dass ich das übernommen habe, so, ja, und... Je nachdem, wo man ist, in Japan zum Beispiel, wenn du da Sachen nachmachst oder nachzeichnest, Son Goku oder sowas, die fühlen sich geehrt dadurch. Die sagen, okay, meinst du, es ist so cool, dass die Leute das nachmachen? So, da gibt's nicht, hey, das hast du nachgemacht. Geht doch nicht. Genau, danke, Drachi. Da kommt halt sowas nicht, hey, du hast nachgemacht und man ist dann negativ besetzt, sondern man freut sich darüber, dass jemand irgendwas nachgemacht hat in dem Sinne. Wie sieht's denn aus mit dem Miteinander? Gibt's YouTuber, Twitcher, mit denen du gerne zusammenarbeitest, um gemeinsam zu wachsen? Aktuell nö, weil ich hatte es ja schon angesprochen, ich will mir das halt lieber alles alleine aufbauen, als mich da irgendwie krumm zu machen. Und wenn jetzt natürlich ein YouTuber mit 10.000, 15.000 Abonnenten zu mir kommt und fragt, hier, pass mal auf, du spielst gerne Minecraft Modpacks, gehen wir jetzt mal davon aus, weil die werden gut angeguckt. Ich würde gerne mal mit dir ein Projekt machen. Dann würde ich vielleicht ja sagen, aber ich von mir aus würde zu niemandem rennen und sagen, hier, darf ich mitmachen, lass mal mitmachen und lass mal zusammen zocken und ja. Ja, also aber die Leute müssten von sich aus dann zu mir kommen. Hast du das denn nicht schon mal in Erwägung gezogen, einfach nur, weil es Spaß macht? Weil du hast, glaube ich, so im Hinterkopf so, hey, wenn ich das jetzt mache, wenn ich die jetzt frage, dann sieht das so aus, als ob ich irgendwie Abonnenten oder sowas kriegen möchte und so, das ist so ein Ich fühle so ein bisschen Blockade bei dir. Aber was ist, wenn du jetzt zu jemandem hingehst und eigentlich gar nicht die Absicht hast, deswegen irgendwie was von dem zu kriegen, sondern einfach nur, weil das Zocken zusammen Spaß macht. So mit jemandem, der halt das so zockt, dass du das halt auf die Art und Weise ganz cool findest und so mit dabei sein möchtest, einfach nur um dabei zu sein, nicht um was zu kriegen dafür. Ja, aber da würde ich trotzdem nicht schlafen. Da bin ich zu stolz dazu. Okay, gut. Würdest du denn sagen, dass sich das noch lohnt, jetzt anzufangen, Streamer oder YouTuber zu werden? Aus meiner persönlichen Sicht heraus bin ich ehrlich, ich habe zu spät mit allem angefangen. Ich hätte viel früher anfangen sollen. Weil sich jetzt noch irgendwie auf YouTube aufbauen, bei Twitch weiß ich es nicht. Da kann immer mal was passieren, dass man halt groß wird. Bei YouTube wird man nicht mehr groß. Die Großen werden größer, aber die Kleinen bleiben klein. Okay. Okay, gut, ja. Das ist deine Meinung. Okay, gut. Nee, YouTube hat in den letzten Jahren so abgenommen, vor allem YouTube Deutschland, das ist nicht mal für die Let's Player mehr lustig. Ich verfolge ja einen großen YouTuber, der macht momentan auch Minus-Abonnenten. Das ist schlimm, wenn man das sieht. Okay. Vielleicht ist da auch, ja, die Motivation dahinter dann sehr zerstückelt. Warte kurz. Genau, danke Simon und willkommen. Schön, dass du da bist. Er hat erstmal den Sound RIP reingehauen dafür, dass du gesagt hast, weil es halt sehr traurig ist, ja. Und ich kann das gut nachvollziehen. Aber ich glaube auch, dass wenn man die richtige Motivation hat und sich auch ständig verbessert, dass man größer werden kann. Vielleicht nicht so groß wie andere. Und hast recht, vielleicht hätte man früher anfangen sollen, als ich 2013 das gemacht habe. Ja, war das zu wenig, was ich gemacht habe. So, ich habe dieses eine Video gemacht, beziehungsweise ich habe irgendwie 3 Videos gemacht in dem ganzen Jahr. Und davon sind, glaube ich, 2 weggeklatscht worden sozusagen. Aber das mit Star Wars, das andere weiß ich gar nicht mehr. Und, ja genau, ich habe noch so ein Lied gemacht, das habe ich auf privat gesetzt, weil das ein bisschen Gewalt verherrlicht, so ein ganz kleines bisschen. Und deswegen, ja, habe ich das auch erstmal rausgenommen. Aber das hatte wiederum ganz schnell 4000 Aufrufe gehabt. Aber ich muss es halt rausnehmen, weil ich halt nicht unbedingt Gewalt so stark, außer jetzt im Gaming, aber so im Real Life würde ich das halt nicht so gerne an meine Zuschauer tragen, so. Es war einfach nur witzig gemeint. Deswegen bin ich so immer am Überlegen, ob ich das wieder reinstelle oder nicht. Hätte ich mehr gemacht, wäre es vielleicht besser gewesen. Bei YouTube muss man da jetzt aufpassen. Mhm.
Ja, gerade jetzt. Ja, ich habe die Songparodie Weine nicht, wenn deine Nase bricht genannt. War eigentlich nur ein Trailer, um zu zeigen, was in dem Moment mein Lieblingsfilm war, nämlich, oder meine beiden Lieblingsfilme, das waren nämlich Revenge of the Warrior und Ong Bak. Zu der Zeit war das mein Lieblingsfilm und eigentlich habe ich dafür nur Werbung gemacht mit dem Song. Naja. Simon, wie geht's dir? Alles klar bei dir? Der Soundspan geht los, alles klar. Ja, es gibt noch viel coolere Sound Alerts, aber die meisten kosten leider Bits. Entweder das oder nur Abos können das benutzen. Und bei nur Abos können das benutzen, das hat irgendwie nicht funktioniert. Der Bot hat irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas hat er da gemacht. Und man konnte es dann trotzdem nicht benutzen, deswegen musste ich jetzt auf Bits runterstufen. Oder hochstufen, je nachdem, wie man das nennt. Die letzte Frage an dich. Was sind deine Ziele für dieses Jahr auf der Plattform? Auf jeden Fall erstmal keine Verwarnung kastieren. Ja, ansonsten weiterhin meine Videos hochladen. Und alles andere ergibt sich dann halt. Ich werde mir jetzt nicht das Ziel setzen, halt Abonnentenaufrufe, Monetarisierung, Follower, was auch immer. Ja, also Ziele im Leben, was die Plattform angeht, habe ich eigentlich keine wirklichen. Außer, dass halt meine Videos weiterkommen, ohne Unterbrechung. Ja. Okay. Ja, cool. Man kann nicht enttäuscht werden, wenn man keine hohen Ziele hat. Aber natürlich werden so ein paar Sachen cool. So, es war so die letzte Frage. Ich bedanke mich dafür. Und du hast nochmal das Wort an die Community. Möchtest du noch irgendwas zu denen sagen, bevor wir denn in die Creator-Time gehen, beziehungsweise Gaming-Time jetzt mit uns? Und Simon hat eingelöst, ich soll jetzt mit der Helium-Stimme reden so lange, aber jetzt bist du erstmal dran. Nö. Nein? Okay. Ich hab nichts mehr auf dem Herzen. Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Antworten, für deine ehrlichen Antworten und wir gehen ins Gaming und ich muss jetzt anders rüber. Muss ich mir jetzt mal rein. Viele glauben mir nicht, dass ich das mit meiner eigenen Stimme mache, sondern denken, ich habe hier irgendwelche Knöpfe oder so. Aber nein, ich kann so einfach reden. Deswegen kann ich auch mitten in unserem da zurückgehen in meine normale Stimme. Ja, ich kann das einfach so. Ich weiß nicht, ich wollte einfach nur eine Katze nachmachen mit. Dann habe ich gemerkt, warum kann ich nicht so auch reden?